Es wiederholt sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Oh. Der soll sich. Okay. Wer ist das? Das bin ich. Scheiße. Wie ist das da? Moin aus dem Josephs Hospital im Fachgespräch. Heute habe ich Dr. Matthias Leuner zu Gast. Hallo Matthias. Hallo. Schön, Tobias, dass du Zeit hast, ein paar Fragen zu beantworten. Und es geht um das Department Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie. Und Dr. Matthias Leunert ist der Leiter, der ärztliche Leiter dieses Departments. Und bevor wir zu dir kommen, müssen wir vielleicht mal einmal erklären, was ist eigentlich ein Department? Was bedeutet das? Ein Department ist einfach ein Teil einer Abteilung. Mhm. Ja, das ist quasi ein Zweig, okay, ja, um die Abteilung zu ergänzen. Okay. Und deine Abteilung, zu der du gehörst sozusagen, ist die Orthopädie und Unfallchirurgie. Richtig. Und das Department Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie ist sozusagen ein Teil dieser Abteilung. Ganz genau. Okay, das heißt, dein Chef ist unser Chefarzt Dr. Tim Schlummer. So sozusagen. Ist es. Okay, dann haben wir das geklärt. Und dann zu dir vielleicht mal die Frage, die natürlich irgendwie schon interessiert ist. Warum hast du Medizin studiert? Kannst du das sagen? Ja, ich habe Medizin studiert, weil ich in der Kindheit ein Roman gelesen habe, ein medizinischer Roman, das hieß damals Das Geheimnis der Herzchirurgie, und das war so fesselnd, dass ich gedacht habe, das ist es. Das, okay, das war deine Inspiration, um dich der Medizin zu widmen. Genau. Okay. Und dann bist du ja klassisch den Weg jedes Mediziners gegangen, du hast studiert. Ganz genau. Bist du irgendwann Arzt geworden, bist du irgendwann Facharzt geworden und bist jetzt Facharzt für? Neurochirurgie. Für Neurochirurgie. Mhm. Und was sind deine Aufgaben im Josephs Hospital? Was ist dein Leistungsspektrum? Was bietest du den Patientinnen und Patienten? Ja, ich biete eine Versorgung der gesamten Wirbelsäule an. Mhm. Das heißt, es kommen Patienten mit Bandscheibenvorfällen oder Spinalkanalstenosen oder durch irgendwelche Stürze, die sich ereignet haben, und irgendwelche Frakturen, also Knochenbrüche quasi an der Wirbelsäule gekommen ist. Oder aber kann es auch durch Osteoporose zu einer Fraktur kommen, durch Knochenschwund. Also all diese Traumen und all diese Sachen kann ich dann hier mit den Stationsärzten der Abteilung versorgen. Okay, jetzt nochmal einmal zurück das Thema Department und Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie. Es ist jetzt aber schon so, dass du sozusagen auch auf die Abteilung zurückgreifen kannst. Also du kannst mit den Stationsärzten zusammenarbeiten, du kannst irgendwie die Hilfe in Anspruch nehmen, weil du kannst das ja nicht alles alleine leisten wahrscheinlich. Ne? So ist es. Ich arbeite tagtäglich eng mit den Stationsärzten zusammen. Wir operieren immer zusammen. Mhm. Und das ist wirklich ein Miteinander und ein Teamwork, was da herrscht. Und wir sind eine komplette Mannschaft, und dadurch hat man natürlich viele mehr Möglichkeiten, die sich da einem anbieten. Mhm. Eine Frage, die ich bei der Vorstellung vergessen habe. Du hast so ein bisschen so einen Akzent. Und du kommst aus einem Nachbarland von uns. Wo kommst du her? Genau, ich komme aus Frankreich, bin gebürtiger Franzose, kam mit 14 Jahren nach Deutschland an. Ja. Sprichst perfekt Deutsch, aber man hört so ein bisschen noch, ne? Es ist noch ein französischer Akzent so rauszuhören. Genau. Okay, wirst du auch dazu gerufen, wenn wir zum Beispiel, wir sind ja auch Traumazentrum hier bei uns, wenn es jetzt Verkehrsunfälle gibt oder andere verletzte Personen, die in der zentralen Notaufnahme versorgt werden, wirst du auch dazu gerufen als Wirbelsäulenexperte? Ja. Das gibt es auch? Ja. Okay. Fast immer. Ja. Das heißt, da kannst du auch nochmal mit deinem Wissen, mit deiner Expertise sozusagen unterstützen und helfen. Genau. Und die Patienten mitversorgen. So ist es, ja. Okay. Warum sind wir als Josephs Hospital denn der richtige Ansprechpartner für Patienten mit Wirbelsäulenverletzungen, mit Wirbelsäulenerkrankungen oder für Menschen, die Beschwerden mit der Wirbelsäule haben? Was macht uns aus? Was zeichnet uns aus? Uns zeichnet aus, dass wir ein großes und tolles Team sind, und wir können in familiärer Atmosphäre moderne Medizin betreiben. Mhm. Und das kommt jedem Patienten zugute. Ja, und wenn du jetzt hast du bestimmt einige Patienten überzeugt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen die Patienten denn zu dir? Also wie ist denn der Weg des Patienten, ich sag mal vom Hausarzt oder vielleicht auch vom Orthopäden, vom niedergelassenen Orthopäden zu dir? Wie geht das? Ja, also Patienten, die Rückenschmerzen haben, akut oder seit längerer Zeit, Patienten, die eine Lähmung haben oder ein Taubheitsgefühl oder Kribbel in den Beinen zum Beispiel oder in den Armen, Patienten, die eine Einschränkung der Gehfähigkeit haben, all diese Patienten können dann über den Hausarzt mit einer Überweisung Kontakt aufnehmen zum orthopädischen und unfallchirurgischen Sekretariat und einen Termin in die neurochirurgische und Wirbelsäulenstunden
Wirbelsäulen-Sprechstunde vereinbaren. Okay. Und dann kommen Sie zu mir. Und müssen dann aber nicht die Sorge haben, dass Sie sofort operiert werden, sondern natürlich wird erstmal untersucht, es wird Diagnose betrieben und genau. Es ist jetzt auch nicht in jedem Fall so, dass operiert werden muss wahrscheinlich. Nein, nein, wir bieten auch ein ganz tolles konservatives Verfahren, die sogenannte Stufendiagnostik an, wo wir genau mittels Infiltrationstechnik schauen, welche Segmente überhaupt erkrankt sind und können dann durch verschiedene Verfahren auch noch semi-operativ tätig sein, sodass auch ohne Operation dem Patienten teilweise sehr gut geholfen werden kann. Okay, weil ich glaube, das ist ja tatsächlich die Befürchtung vieler Menschen, die sagen, ja, ich gehe eigentlich nicht so gerne zu einem Wirbelsäulenchirurgen, weil der, da komme ich ja sofort unter das Messer, ne? Sondern das ist dann eben nicht so, sondern das wird wirklich erstmal gründlich untersucht. Nur wir gucken genau nach. Okay. Jetzt hast du erfolgreich operiert und jetzt gibt es natürlich auch ein Leben nach der OP. Und wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, das hängt natürlich vermutlich von der OP ab, aber kann ich sofort aufstehen? Kann ich sofort Sport machen? Was muss ich beachten? Ja, also das hängt natürlich von der jeweiligen Erkrankung ab. Grundsätzlich ist es so, dass ein Patient, der eine Operation aufgrund einer Verengung des Spinalkanals gehabt hat, sich sehr früh mobilisieren kann und auch soll. Alle diese Patienten bekommen im Rahmen des stationären Aufenthaltes Krankengymnastik und bekommen auch beigebracht, wie man sich im Alltag rückengerecht verhält. Ein Patient, wo man natürlich die Bandscheibe ausräumen musste, muss es langsamer angehen lassen. Also kann nicht sofort voll wieder ins Leben einsteigen. Nein. Stufenweise wird er dann auch im Anschluss einer Reha, die 3 Wochen stationär andauert, auch dann wäre die Vorbelastung erst erreicht. Ja. Also das heißt, die Patienten unabhängig von der OP werden nicht allein gelassen, sondern werden beraten, bekommen Hilfestellung, werden informiert darüber, wie es weitergeht sozusagen nach der OP, kriegen eine Anschlussheilbehandlung vielleicht. Allemal. Die Physiotherapie unterstützt sie sozusagen. Genau, wir betreuen die Patienten auch bis zu 3 Monate nach der Operation ist die letzte Abschlussuntersuchung durch mich. Okay. Und erst dann ist die Behandlung abgeschlossen. Okay. Gut, prima. Ja, wunderbar. Das war unser Fachgespräch, diesmal mit Dr. Matthias Leunert aus dem Department Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die Fragen zu beantworten. Sehr gern. Alle Infos zum Department, der Link zur Seite, aber auch die Kontaktmöglichkeiten gibt es in der Videobeschreibung. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss aus dem Josefshospital. Ciao. Auf Wiedersehen.